Jeweils am ersten Samstag im September feiert Fischerment den Museumstag. Wir besuchten diesmal für Sie das Heimatmuseum. Museumstag hier in Fischerment. Jedes Monat gibt es diesen Tag. Dürfte ganz gut eingeschlagen, abgesehen vom Wetter. Ja, Vormittag muss ich sagen, haben wir sehr viele Besucher gehabt. Am Nachmittag Gott sei Dank auch einige Kinder, die das Kinderbasteln mitgemacht haben. Leider ist jetzt ein Regen und unser Weinstand, wo wir uns bemüht haben, fällt ins Wasser. Aber ein paar Leute sind da und verkosten den Göttlesbrunner Wein. Fischermenter Wein ist vielleicht nicht so bekannt, aber an den Nachbarortschaften kriegen wir gute Weine her und die gibt es heute zum Verkosten wieder. Und ich glaube, da werden auch einige Weinkenner kommen. Museum und Wein, beides ist gereift, passt ja gut zusammen. Ja, ich glaube, Wein, einer der ältesten Kulturträger der Welt, nicht? Und Wein, und ich muss aber auch dazu sagen, dass unsere Region nicht nur einen guten Wein hat, sondern auch durch Carnuntum, also das Römische, natürlich ein ganz besonderer, interessanter Punkt ist. Das Interesse ist da. Ich glaube, der Museumstag hat sich sehr bewährt in den letzten Monaten. Wir haben immer am ersten Samstag im Monat den Museumstag. Es sind mehrere Museen in Fischerment offen, Feuerwehrmuseum, das Tourmuseum, Fliegermuseum. Also wir haben ein großes Angebot und es wird Gott sei Dank angenommen. Vor allem, es gibt ja heute auch ein Gläschen Wein zum Verkosten. Dann wünschen wir weiterhin viel Erfolg mit dem Museumstag. Geht ja in der Form weiter. Ja, das ist jetzt, glaube ich, eine dauernde Einrichtung. Heuer haben wir das dritte Jahr bereits. Kommendes Jahr geht es weiter. Und ich meine, unsere nächste Veranstaltung ist ja dann bereits die Lanneken-Nacht der Museen Anfang Oktober.